der Gott, der sein entscheidendes Wort in Jesus Christus gesprochen hat, das ist kein toter Gott, wie heute die Toren sagen, sondern das ist der lebendige Gott, der auch heute spricht. Und wenn wir Ohren hätten zu hören, dann könnten wir ihn beständig hören. Denn die Welt, in der wir leben, ist von ihm geschaffen. Und wenn wir Augen hätten zu sehen, dann würden wir wohl etwas von Offenbarung wahrnehmen. Nicht nur in der Bibel, sondern auch sonst. Aber jetzt Achtung! Also, was man nun so Offenbarung außerhalb der Bibel nennen könnte und gerne nennt, das könnte nun etwas so sein auf der Linie Hitler. Nicht? Und da passieren immer wieder die Irrtümer. Wenn die Menschen nun meinen, ha, jetzt habe ich es hier und dort. Und darum wird es wohl für uns dabei bleiben müssen. Bei aller Offenheit für die Welt, für die Schönheit des Frühlings, der uns da draußen umgibt. Auch für das, was in der Geschichte geschieht, bei aller Offenheit entschlossen und geschlossen, dorthin zu blicken, wo Gott unzweideutig für sich selber gesprochen hat, in Jesus Christus, der wahrer Gott und wahrer Mensch gewesen ist und ist heute und sein und bleiben wird.